Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Shakes and Fidget. Lange, lange ist es her, wie oft habt ihr es schon gehört, dass ich ein Shakes and Fidget Video hochgeladen habe. Aber ja, hatte jetzt eine halbe bis dreiviertel Jahr nicht mehr gespielt, also gar nicht, komplett aufgehört. Und jetzt mit Server W22, der, ich weiß es nicht, mittlerweile, ich glaube, genau 7 Tage alt ist. Ich könnte mich auch irren, aber ich glaube, es sind 7 Tage, seitdem dieser Server gestartet ist, habe ich mich gestern hier angemeldet und gute 50 Alu gespielt auf Stufe 9 und einfach mal geguckt, was denn eigentlich in der Welt von Shakes and Fidget so los ist. Und ja, wir sehen auch hier direkt, hier sind die Levelunterschiede, wie man es gewohnt ist. Ganz unten hier 64, 69, ganz oben 2 auf 108 und 109. Beobachte das Ganze schon seit gestern Abend, da war es ja noch, da waren sie alle 60 oder 50 und dann am Ende waren sie 70 und dann gucke ich heute rein, sind es alle über 100. Es ist immer wieder brutal, wie das hier abgeht. Und ja, selbst bin ich natürlich fast Stufe 10, das heißt, ich kann fast Nachrichten an Spielern senden. Habe hier meine eigene kleine Gilde, die genau einmal ausgebaut wurde in jedem Punkt, nämlich das Gold, das man hat, wenn man sie erstellt. Die 10 Gold, die habe ich einmal auf XP und natürlich einmal auf Gold geklatscht. Kann jetzt hier natürlich auch nochmal skillen, so ein bisschen Ausdauer noch. Und dann kann ich auch nochmal einen Arena-Kampf machen. Wen greife ich denn an? Wer wird denn mein nächstes Opfer sein? Hier sieht es schlecht aus. Hier werde ich gegen niemanden gewinnen. Deswegen gucken wir einfach mal auf Rang, was sagen wir denn, 45.000. Wen haben wir denn hier? Ah, das sieht auch noch ziemlich nicht so gut aus. Hier, ein Stufe 3er, den Look, den werde ich jetzt mal angreifen. Ich glaube, den sollten wir aber auch ganz, ganz einfach schaffen. Ja, hier, 46 Ehre gewonnen, 1200 Ringe aufgestiegen und noch 7 Silber gibt es dazu. Und was haben wir hier? Intelligenz und Rüstung. Ja, Intelligenz bringt mir natürlich nicht viel, aber die Rüstung nehme ich mit. Und jetzt interessiert euch natürlich, was ich hier vorhabe. Nämlich habe ich vor, ganz gemütlich hier 100 Alu, vielleicht auch ab und zu ein bisschen mehr zu spielen und mir das Ganze ein bisschen anzugucken. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dürft ihr mich gerne in eine Gilde einladen. Vielleicht spielt ihr auch auf dem Server und ja, schreibt mir einfach eine Nachricht, so hey, hast du Bock zu uns zu kommen, schickt mir einfach eine Einladung und dann gucke ich mal, dann trete ich irgendwo bei und spiele hier ganz gemütlich und werde auch ab und zu mal, je nachdem, wie ich Lust habe, mal ein Video hochladen. Bisschen über den Server quatschen, ein bisschen gucken, was hier so abgeht und eventuell auch mal den einen oder anderen Dungeon hier umhauen. Nebenbei muss ich natürlich sagen, ihr habt es vielleicht gemerkt, wer oder der es gemerkt hat, ich habe schon 2 Monster Hunter Videos hochgeladen, nämlich bin ich die letzten Wochen am Monster Hunter suchten, zusammen mit meiner WG. Ihr kennt sie vielleicht von anderen Videos, den Lukas und den Daniel. Und ja, da zocken wir zu dritt Monster Hunter. Und haben auch dort 3 verschiedene, wie heißt es, Jagdgruppen. Ich glaube, Jagdgruppen war es. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne dort dann mitmischen bei, ich weiß nicht, bei welcher auch andere rein dürfen. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeit, dass ihr auch mitzocken könnt. Und dann könnt ihr mich gerne im PlayStation Network adden. Da heißt ich dann PCP 100.000. Ich schreibe es auch nochmal in die Beschreibung, wer halt Bock hat, ist herzlich eingeladen mitzuzocken und natürlich auch die Videos mit anzuschauen. Ich werde ab und zu oder auch häufiger Monster Hunter Videos hochladen und habe auch überlegt, mal ein kommentiertes Gameplay davon hochzuladen und nicht nur einfach das, was ich halt spiele hochzuladen, einfach so ungeschnitten, sondern auch ein bisschen geschnitten und synchronisiert. Und ja, das ist so der Plan, was für die nächste Zeit passieren wird. Und ja, so sieht's aus. Ich hier auf Server W22 Monster Hunter. Das war's erstmal kurz und knapp und dann sehen wir mal, was die Zeit bringt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.